Wer, wenn nicht die Anwälte, wären in der Lage, Menschenrechte zu vertreten? Und es gehört eben zu den Aufgaben auch des Deutschen Anwaltvereins, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Und das heißt eben auch, sich für Menschenrechte zu engagieren. Insbesondere da, wo es um den Zugang zum Recht geht. Also da, wo der Bürger die Möglichkeit haben muss, die erste Schwelle zur Rechtsordnung, zur Wahrnehmung seiner Rechte zu überschreiten, mit oder ohne anwaltliche Hilfe. Das ist der Schwerpunkt der Menschenrechtstätigkeit des Deutschen Anwaltvereins. Dabei geht es auch im Rechtsstaat um das Thema, denn in Zeiten der Terrorbedrohung werden auch in den USA und in Europa Menschenrechte verletzt. Im Moment gibt es einige Bewegungen, was Litigation angeht, zu US-Folter. Zum Beispiel in Frankreich ist das erste Mal ein Verantwortlicher für Guantanamo vorgeladen worden von einem Ermittlungsrichter. In Deutschland wird erneut geprüft, ob Ermittlungen eröffnet werden. Also seitdem der US-Folter-Report vom Senat vor einem Jahr veröffentlicht wurde zur CIA-Folter, gibt es ein klein wenig Bewegung, sodass die Hoffnung besteht, dass Fälle weitergehen und es weitere Schritte geben wird. Zwischen 2002 und 2007 veranlassten amerikanische Geheimdienste die Folter von 119 Personen, die sie als Terrorverdächtige ansahen. In Geheimgefängnissen außerhalb der Vereinigten Staaten versuchten sie unter anderem durch Schlafentzug, Waterboarding, Kaltwasser und Eisbäder sowie andere unmenschliche und erniedrigende Behandlungen an Informationen zu gelangen, die im Kampf gegen den Terror nützlich erschienen. Gefoltert wurden auch Abu Zubeda und Abd al-Rahim al-Nashiri. Nach der Aufdeckung ihrer Haft in einem geheimen CIA-Gefängnis in Polen war Warschau zum Schadensersatz verurteilt worden. Allerdings sind beide Männer weiter in Guantanamo inhaftiert. Laut Aussage ihrer Anwälte haben sie derzeit nicht einmal Zugang zu einem Konto, auf das die Summe überwiesen werden könnte. Öffentlichkeit ist ein Weg, in solchen Fällen zu einer umfassenden strafrechtlichen Aufarbeitung zu kommen. Dran zu bleiben und mit kleineren Schritten vorwärts zu kommen, hilft einzelnen Betroffenen, hilft aber auch insgesamt in dem längerfristigen Ziel, dann doch mal die Hauptverantwortlichen zu belangen. Mit der Einrichtung von Menschenrechtsgerichtshöfen sei ein Teil des Weges zurückgelegt, so das Fazit der Veranstaltung. Aber das Fazit ist natürlich auch, dass es noch einen ganz langen Weg vor uns gibt, bis wir wirklich eine weltweite Organisation haben, auch eine Gerichtsorganisation, eine Rechtsprechung, eine Jurisdiktion, wo Menschen weltweit ihre Menschenrechte wahrnehmen können. Davon sind wir noch weit entfernt, aber Menschen wie die, die heute hier auf dem Panel gesessen haben, Anwältinnen und Anwälte, sind ein gutes Zeichen dafür, dass es sich lohnt, auf diesem Weg weiterzugehen.